Hallo liebe Menschen, das ist der Triaterra Videoblog. Ich bin Marco Heckel. Hier geht es um EM, effektive Mikroorganismen, um Terra Preta Produkte und um Themen zur Begrünung der Erde. Und auch heute wieder, wir sehen es gleich an meinem Globus, haben wir wieder ein allgemeines Thema, was sich nicht direkt mit EM beschäftigt, wobei wir ein bisschen EM auch dabei besprechen werden. Und als Produkt habe ich hier schon mal hingestellt eine Sprühflasche, denn es geht um Sprühen, um Glyphosat, um das Herbizid, Allround Herbizid, Glyphosat, was alle Pflanzen umbringen kann. Und dahinter habe ich noch Triaterra Aktiv, unser normales EM gestellt, was eine Empfehlung ist, dass man das zum Beispiel, wenn man Glyphosat ausbringt, kombiniert. Glyphosat, ein Herbizid, ein Gift, was in der Landwirtschaft angewendet wird. Und das ist ein sogenanntes, gehört zu der Gruppe der Phosphonate, eine phosphororganische Verbindung. Und das Schöne an Glyphosat ist, dass es sehr, sehr, sehr spezifisch wirkt. Es schaltet nämlich ein Enzym aus, ein pflanzenspezifisches Enzym, was es nur in Pflanzen und Bakterien gibt, was Aromate produziert in der Pflanze. Das schaltet es aus, also nur dieses eine Enzym. Im Wesentlichen schaltet es aus, was eben bei Pflanzen und Bakterien existiert. Und ist ansonsten für Menschen relativ ungefährlich. Und tatsächlich könnte man als Mensch, das ist jetzt kein Scherz, man kann durchaus ein reines Glyphosat, diese reine Verbindung, könnte man durchaus ein Glas nehmen und trinken. Das würde einen nicht umbringen. Ich will nicht sagen, dass man da nicht wie ein Antibiotika oder eine leichte Chemotherapie vielleicht eine gewisse Wirkung hat auf den Körper, wobei noch nicht mal wie Chemotherapie. Es wäre eigentlich wie ein Antibiotika, weil es wahrscheinlich die Darmmikrobiologie wegräumt. Aber es hat auf menschliche Zellen praktisch keinen Einfluss. Direkt. Es hat keinen direkten Einfluss. Wir werden noch dazu kommen, was das anderweitig bedeutet. Und phosphororganische Verbindungen sind, als Glyphosat damals entdeckt und zugelassen wurde, waren das eine neue Wirkstoffgruppe, die da verwendet wurde, eben nicht chlororganische Verbindungen, die auch sehr giftig sein können, wie zum Beispiel DDT, dieses Insektengift, was man heute noch überall findet, weil es sehr, sehr, sehr schwer abbaubar ist, obwohl es eigentlich kaum noch angewendet wird weltweit, findet man es heute immer noch in allen möglichen Regionen, weil es eben so schwierig abbaubar ist. Bei Glyphosat ist das nicht so. Glyphosat ist eine phosphororganische Verbindung, ist relativ leicht abbaubar. Das hier ist die Strukturformel von Glyphosat. Wir sehen da eine Phosphorgruppe. Da, wo nichts steht, hier an den Ecken, das ist Kohlenstoff. Ne? Also macht man das bei der organischen Chemie. Hier ist Kohlenstoff. Kohlenstoff. Entsprechend die anderen beiden Bindungen mit Wasserstoff gesättigt. Also ansonsten sieht das aus wie ein relativ harmloses Molekül, relativ leicht abbaubar. Wie gesagt, es geht eben tatsächlich darum, dass es nur ein ganz spezielles Enzym in der Pflanze blockiert. Und es baut sich auch relativ schnell ab im Boden, ist nämlich innerhalb von 14 Tagen, also von wenigen Tagen da weg, ist kaum mobil. Also es hat eine ganze Reihe von positiven Eigenschaften, warum man es bisher eingesetzt hat. Es wird praktisch nicht ausgewaschen, weil es sofort aufgenommen wird von den Pflanzen bzw. an Bodenpartikel gebunden wird. Nur wenn da oberflächlich quasi Dreck vom Boden mit weggewaschen wird, oberflächlicher Abfluss, dann kann es da auch zu Abfluss von Glyphosat kommen. Aber dass das jetzt durch den Boden ins Grundwasser geht, ist bei normaler Anwendung praktisch ausgeschlossen. Es ist, wie gesagt, für Mensch und Tier relativ ungiftig und es ist verdammt billig. 6 Euro den Hektar und es baut sich im lebendigen Boden, in einem lebendigen Boden, beachten Sie das, schon relativ schnell ab, relativ schnell. Innerhalb von wenigen Tagen, 14 Tage, ist also die Zeit, wo man sagt, dass es dann sich weitestgehend abgebaut hat. Okay, aber bevor wir so richtig ins Thema Glyphosat einsteigen, das ist ja eins der Videos, die ich kurz vor meinem Brasilienaufenthalt drehe. Ich werde übermorgen für Sie dann schon letzte Woche, wenn dieses Video online geht, werde ich nach Brasilien fliegen. Bin dann 4 Monate in Brasilien, November, Dezember, Januar, Februar. Und ich werde es nicht schaffen, in der Frequenz von da Videos hochzuladen. Ich werde jetzt hier noch 2, 3 aufnehmen. Aber im Wesentlichen wird da eine Lücke entstehen. Wir werden mal gucken, wie wir die überbrücken. Und ob wir die es schaffen zu überbrücken. In dem Zusammenhang
Ja, werden da vielleicht noch paar kurze Produktvideos reinnehmen und vielleicht schaffe ich es auch aus Brasilien ein paar Eindrücke hochzuladen. Zum Beispiel habe ich mir vorgenommen, auf jeden Fall über Eukalyptus zu sprechen. Ja, das nur so zum Thema, was da noch kommt. Und Glyphosat ist ja jetzt wieder zu Glyphosat bzw. der konventionellen Landwirtschaft, die das ja einsetzt. Ein Gift, ein Herbizid, ein Ackergift. Und da muss ich zunächst mal sagen, vielleicht hier überraschend für viele, ich bin nicht unbedingt ein Vertreter, der ich sage, alle Landwirte müssen biologisch wirtschaften, wir müssen konventionellen Anbau verbieten und alle dürfen nur noch biologisch wirtschaften. Ich arbeite mit Mikroorganismen. Ich empfehle das auch vielen konventionellen Landwirten, aber auch biologischen Landwirten. Und ziehe hiermit vor beiden, der konventionellen Landwirtschaft und der biologischen Landwirtschaft, meinen Hut. Meine Dankbarkeit möchte ich hier ausdrücken dafür, dass die so eine unglaubliche Entwicklung und so eine unglaublich effiziente Arbeit hingelegt haben, so unglaublich hohe Erträge und hohe Ertragssicherheiten erreicht haben in den letzten Jahrhunderten. Ein ganz wesentlicher Grund, warum unsere Gesellschaft seit 1800, sag ich mal, aus der Armut entkommen ist, in der wir mehr oder weniger Jahrtausende lang gelebt haben, an der Armutsgrenze oder unter der Armutsgrenze 95% der Menschen bis 99% der Menschen unter einem Dollar in heutigem Geld, unter einem Dollar am Tag an Möglichkeiten auszugeben. Das heißt praktisch Hunger, nahezu ein konstanter Begleiter, Hungersnöte, kann man sich Schuhe leisten, geschweige denn im Winter heizen oder dergleichen. Also die allermeisten Menschen waren da 1800 war die ganze Welt extrem arm. Und dann hat langsam, langsam, langsam im historischen Vergleich eigentlich unglaublich schnell eine industrielle und eine landwirtschaftliche Revolution stattgefunden. Und gerade auch die Landwirtschaft hat eine unglaubliche Leistung vollbracht in der Erkennung dessen, was bedeutet Fruchtbarkeit, wie können wir Erträge steigern, wie können wir Nahrungsmittelsicherheit herstellen, wie können wir günstiger produzieren. Um 1900 war es noch so, dass 38% jeder Zweieinhalbte in der Landwirtschaft gearbeitet hat in Deutschland. Und dabei wurden genau 1,85 Tonnen Weizen zum Beispiel pro Hektar produziert. 1,85 Tonnen Weizen pro Hektar. 38% der Menschen haben in Deutschland in der Landwirtschaft gearbeitet. Der allerüberwiegendste Anteil. Und 2010, gut 100 Jahre später, 110 Jahre später, sind wir bei einem Anteil der Bevölkerung, der in der Landwirtschaft arbeitet, von unter 2%, Tendenz fallend, und einem Hektarertrag von 7,4 Tonnen Weizen. Und definitiv, keiner will zurück in die, ich sag mal, vorindustriellen Zeiten, wo man mit Sense und Schlegel sein Getreide geerntet hat und gedroschen hat, wo man ein Fünftel der Erträge hatte, die man heute hat, wo die Nahrungsmittelsicherheit sehr viel schwieriger war, wo die Nahrungsmittelqualität sehr viel schlechter war, viel mehr Schimmelbelastung, viel mehr Gifte, die in der Nahrung drin waren, durch Bakterienbelastung und so weiter. Also dafür hier an dieser Stelle den konventionellen Landwirten, aber auch den biologischen Landwirten, denn die haben sich beide über die Jahrzehnte und Jahrhunderte jetzt eigentlich intensiv gegenseitig befruchtet. Das ist nicht so, dass das ist zwar ein Pol, der eine möchte mit naturnahen Methoden arbeiten und ohne künstliche Düngemittel und Gifte. Der andere setzt auch eben chemische Gifte, chemisch hergestellte Gifte und zum Teil künstlich gewonnene Düngemittel ein. Aber beide haben sich wirklich gegenseitig befruchtet und die biologische Landwirtschaft ist heute auch viel, viel leistungsfähiger als zum Beispiel um 1900 die Landwirtschaft war, die ja damals auch im Wesentlichen biologisch war. Und die konventionelle Landwirtschaft hat aber auch in den letzten Jahrzehnten ganz viel von den ökologischen Landwirten gelernt
und lernt gerade jetzt, kommt eine Entwicklung in Gang, wo also wirklich Wissen aus der ökologischen Landwirtschaft in die konventionelle Landwirtschaft schwappt, weil es sich einfach rausstellt, Mensch, ist das nicht vielleicht sogar effektiver? Können wir nicht vielleicht sogar die Erträge eventuell erhöhen oder unter bei geringerem Mitteleinsatz die Erträge gleichhalten, beziehungsweise eben die Bodenfruchtbarkeit steigern mit natürlichen Methoden? Also ich bin der Meinung, beide Wege werden in Deutschland gebraucht. Es würde nicht alles verbieten, was konventionell gemacht wird. Und ziehe auch meinen Hut vor den wirklich fantastisch arbeitenden konventionellen Landwirten, die wir in Deutschland und auf der Welt haben. Also das ist ihr Verdienst, dass wir nicht mehr hungern, dass wir eine zuverlässige und hochwertige Nahrungsmittelversorgung haben. Danke dafür. So, und jetzt zu dem Thema Glyphosat noch ein bisschen ausführlicher. Glyphosat, also das ist jetzt also wirklich unter Dauerbeschuss von den Umweltverbänden bekommen. Das ist verbunden mit dem Monopolisten Monsanto, der das komplette Saatgut, die ganzen Saatgutfirmen auf der Welt aufkauft, der als Gentechnikkonzern verschrien ist, der jetzt, war es BASF, mit BASF fusionieren soll. Was bindet sich die BASF da ans Bein? Das wird eine Riesenkatastrophe werden, im Sinne von, dass das BASF mit der Monsanto untergehen wird. Und das ist wahrscheinlich sogar der Plan dabei, dass man eine deutsche Firma mit im Abgrund zieht, wenn man Monsanto zum Abschluss freigibt für die, was weiß ich, glaube 4000 laufenden Verfahren gegen Monsanto in allen möglichen Varianten, vor allen Dingen im Gentechnikbereich, wo also eine Pleitegefahr sehr hoch ist. Ja, also Glyphosat war ursprünglich ein Patent der Firma Monsanto, aber seit dem Jahr 2000 ist Glyphosat nicht mehr patentrechtlich geschützt, ist frei und es gibt weltweit hunderte Produzenten, wirklich hunderte, und Glyphosat kann also nicht mehr mit Alleinverkaufsstellungsmerkmal von Monsanto oder sonstigen verkauft werden, sondern es ist ein Produkt, was hoch im Konkurrenzkampf steht und was dadurch also sehr, sehr günstig verkauft wird, weil eben kein Patentschutz mehr drauf ist. Da hatte ich sogar die Zahlen. Produktion. 2015 wurde Glyphosat von mindestens 91 Chemieunternehmen in 20 Ländern hergestellt. Allein in China gibt es 53 Hersteller, in den USA 5. Da sind dann auch Monsanto. Und es wurden 2012, habe ich hier Zahlen, 720.000 Tonnen oder 720 Millionen Kilogramm wurden von Glyphosat hergestellt und weltweit eingesetzt. Und ich kann das aus Brasilien zum Beispiel bestätigen. Glyphosat ist da das Herbizid überhaupt, was da eingesetzt wird, und es wird wirklich massivst eingesetzt. Also die sprühen das da auf den verschiedensten Flächen. Also ich sag mal, normaler, konventioneller Kaffeebauer, wenn der Kaffeebauer nicht schon ein bisschen intelligenter ist. Ich habe da mal eine Kaffeefarm besucht, die sprühen da 3-4 Mal im Jahr mindestens Glyphosat unter den Kaffee. Das ist ja auch das Witzige an Glyphosat. Es wirkt nur, wenn es auf die Blätter gesprüht wird, zusammen mit einem entsprechenden Netzmittel, was die Aufnahmefähigkeit der Pflanzen verbessert. Oder entsprechende Mittel, die dann die Poren öffnet von der Pflanze oder so. Also es wirkt nur über die Blätter. Es muss aufs Blatt gesprüht werden, geht dann vom Blatt in die Pflanze, in den Saftstrom und bringt dort die gesamte Pflanze ober- und unterirdisch um, weil es eben dieses eine Enzym blockiert. Innerhalb von, ja, je nach Trockenheit 3, 4, 5 Tagen, ich sag mal bis zu maximal 2 Wochen, sind da dann alle Pflanzen tot. Wir reden hier von Aufwandmengen pro Quadratmeter. Aufwandmengen von Glyphosat pro Quadratmeter von 0,1, im allerwenigsten Fall aber eher so 0,2, 0,3, 0,4 Gramm je Quadratmeter. 0,3, 0,4 Gramm je Quadratmeter. Das ist eine winzige Messerspitze, die verdünnt und auf den Quadratmeter gesprüht. Die bringt diese Pflanzen um. Hat denn wirklich jemand geglaubt, dass das Ding für den Menschen komplett ungiftig und ungefährlich sei? Wenn wir mit einem Kilogramm davon einen kompletten Pflanzenbestand auf einem Hektar auf 10.000 Quadratmetern mit vielleicht 100 Tonnen Pflanzenmaterial definitiv
dass wir das so komplett umbringen können, dass das wirklich für alle beteiligten Tiere und dergleichen drumherum komplett ungiftig ist. Das Schöne an Glyphosat ist, es ist ungiftig in dem Moment. Es ist jetzt nicht direkt menschenvergiftend, das ist es definitiv nicht. Aber es ist nicht, es ist natürlich langfristig durchaus ein Thema. Aber kommen wir noch ein bisschen mehr dazu, wo Glyphosat überall angewendet wird. Glyphosat ist also ein Nitrotalherbizid, es bringt alles um. Glyphosat wird zum Beispiel in Brasilien auch sehr gerne eingesetzt unter Eukalyptusplantagen. Für ein, zwei Jahre, ja, eher 2 Jahre, gehen sie dann wahrscheinlich einmal im Jahr unten lang und sprühen Glyphosat unter die Eukalyptusbäumchen, sodass sie eben nicht den Baum selber besprühen, das Laub, sondern eben darunter die Gräser und die Kräuter und vielleicht anderen Bäumchen, die da hochkommen wollen, sodass der Eukalyptus gut wächst. Solange man nicht auf die Blätter sprüht, passiert nichts. Ne? Wenn man unten am Stamm sprüht, kein Problem. So, das ist zum Beispiel eine Variante, wo Glyphosat eingesetzt wird, aber bei Eukalyptus ja nicht so oft. Der wird ja dann entsprechend alle 5, 6, 7 Jahre wird der ja mal abgeerntet. Sprich, da hat man also dann mehrere Jahre keine Anwendung. Aber am Anfang definitiv wird das erstmal eine Weile angewendet. Zum Beispiel dort. Eine riesige Anwendung von Glyphosat, die auch wirklich ein Problem ist und die, ich weiß nicht, verboten gehört, aber wo der Bauer sich dessen bewusst sein muss, ist importierte Futtermittel. Wenn wir in Deutschland Futtermittel importieren, also die Bauern, Schweine, Hühner, Rinderbauern importieren relativ viel Soja. Ja, Mais und Raps eher nicht so, aber ich glaube, Raps darf auch gar nicht importiert werden. Aber gentechnisch verändertes Soja, gentechnisch veränderter Raps, gentechnisch veränderter Mais. In Deutschland ist es im Wesentlichen Soja oder in Europa ist es im Wesentlichen Soja, was importiert wird im wiederum Millionen-Tonnen-Bereich. Das sind richtig, richtig große Zahlen. Ich glaube, es sind 5 Millionen Tonnen in Europa oder so im Jahr. Ganz viel davon kommt aus Brasilien, aber auch aus den USA und anderen Agrarüberschussnationen. Gentechnisch verändertes Soja. Und dieses Soja, es gibt im Wesentlichen nur wenige Varianten und dieses Soja ist gentechnisch verändert, damit es das Herbizid Glyphosat aushält. Ich glaube nicht, dass das Enzym, das ist trotzdem drin, das die Aromatasen produziert, aber die Blattoberfläche, die Blattstruktur ist irgendwie verändert, sodass das nicht ohne weiteres aufgenommen wird, das Glyphosat, wenn das gesprüht wird. Also das ist eigentlich, das war die eine große gentechnische Anwendung bisher, eigentlich die größte bisher. Von daher, von wegen wie Welthunger bekämpfen oder Erträge steigern, das hat bisher alles mit gentechnisch verändertem Saatgut nicht funktioniert. Das Einzige, was funktioniert hat, ist diese Pflanzen, Kulturpflanzen wie Soja, Mais und Raps, Glyphosat resistent zu machen, was ihre Verdaulichkeit übrigens auch verändert und ihre Allergiewirkung erhöht und ihren Verdauungswert, Futterwert deutlich herabsetzt. Wenn man sich da mal im Internet ein bisschen schlau macht, werden Sie sehen, das ist für den Bauern eigentlich kein positives Geschäft, wenn er 10% teures normales Soja bekommt oder gentechnisch verändertes Soja, dann sollte er das 10% teurere nehmen, weil das gentechnisch veränderte Soja hat einen schlechteren Futterwert. Zwar nicht in der Analyse, aber in der Verdauung, weil es eine andere Struktur hat durch diese eine grobere Struktur, die eben nicht so ohne weiteres in der Lage ist, verdaut zu werden von den Tieren. Und dadurch, dass es gentechnisch verändert ist, produziert es noch eine ganze Reihe von, ich sag mal, neuen Wirkstoffen, neuen Stoffen in der Pflanze. Von Soja aus genveränderten Herstellung ist deutlich allergen auslösend. Aber das ist mal ein anderes Thema, wenn wir das noch besprechen wollen. Ein wesentliches Problem bei dem genmanipulierten Soja ist, dass er ja dazu manipuliert wurde, Glyphosat zu überleben. Das heißt, man hat ein sehr billiges Herbizid, was man da einsetzen kann, und man sprüht das großzügig 2, 3 Mal auf die Pflanze, auf den Kulturbestand. Sonst darf man auf den lebenden Kulturbestand. In Deutschland gibt es immer noch keine zugelassenen gentechnisch veränderten Pflanzen im Ackerbau. Bis heute nicht. 2009 war der letzte Versuch, da Mais zuzulassen. Der wurde wieder verboten durch die Hintertür, weil der öffentliche Widerstand der Bauern und so weiter zu groß war.
Es gibt in Deutschland aktuell keine gentechnisch manipulierten Pflanzen, die angebaut werden. Aber wie gesagt, wir importieren ganz, ganz viel Futtermittel, genmanipuliertes Futtermittel. Und auch gentechnisch manipuliertes Nahrungsmittel gibt es in Deutschland auch nicht, weil das deklariert werden müsste und das macht keiner. So, also es gibt aber gentechnisch manipuliertes Soja und das Soja an sich ist schon ein Problem, weil es durch die gentechnische Manipulierung minderwertiger ist, aber es ist auch deutlich verseucht mit Glyphosat. Es hat sehr, sehr hohe Glyphosatwerte dann in den Sojabohnen, in dem Futtermittel drin, weil das eben auch zur Abreife, nee, zur Abreife wird es nicht gesprüht, aber weil es eben mehrfach in der Vegetationsperiode des Sojas gesprüht wird, um das Unkraut eben drunter zu halten. Und das führt also zu einer massiven Kontamination der Sojabohnen, die hier als Fütterung angeboten werden mit Glyphosat. Und das wird jetzt den Tieren gefüttert. Und jetzt kann man sich überlegen, was ist denn Glyphosat? Glyphosat ist auch eine Bakteriengift. Es bringt auch ganz, ganz viele Bakterien um, relativ selektiv. Clostridien zum Beispiel leider nicht, aber es bringt Milchsäurebakterien und andere gute Bakterien bringt es in großen Zahlen um. Aber einige eben nicht. Zum Beispiel wirkt es kaum gegen Clostridien. Und eine Wirkung, die Glyphosat hat, ist, dass es die Verdauungsbiologie, Mikrobiologie der Tiere und auch des Menschen, wenn man es denn in größeren Mengen aufnimmt, negativ beeinflusst. Das ist quasi wie so ein ständiges, unterschwelliges Antibiotika, was da reinkommt, was relativ spezifisch sogar Clostridien fördert in gewisser Weise, weil es alle anderen schädigt im Darm, als im Mikrobiologiebereich, im Darm, im Mikrobiom. Und das wiederum. Da gibt es eine Studie bzw. Artikel von der Professor Monika Krüger, die jetzt nicht mehr Leiterin der Tiermedizinischen Fakultät in Leipzig ist, aber die das war und damals vor wenigen Jahren noch da als Rufer, als Warner aufgetreten ist, dass wir eine Clostridien, eine Botulismus Seuche haben in Deutschland, wobei Seuche wahrscheinlich nicht das richtige Wort ist, weil es nicht in dem Sinne ansteckbar ist, jedenfalls nicht wirklich massiv ansteckbar, sondern wahrscheinlich durch Zusammenbruch der Mikrobiologie, der Verdauung der Tiere zustande kommt. Bei Schweinen, bei Rindern vor allen Dingen, aber auch zum Beispiel bei Pferden oder so. Und die kriegen dann neurologische Schäden, die kriegen Durchfall und dann sterben sie irgendwann. Das hat schon zig, wenn nicht hunderte Betriebe in Deutschland ihre Existenz gekostet, beziehungsweise die wurden davon massiv befallen und mussten ihren kompletten Rinderbestand austauschen oder dergleichen oder ihre Standorte aufgeben. Das ist definitiv ein Thema, was im Zusammenhang steht mit Glyphosat in der Fütterung. Also das sollte eine Sache sein, die man sich ganz genau betrachtet und wo man als Bauer aber entscheiden sollte. Glyphosathaltige Futtermittel, eben dieses gentechnisch manipulierte Soja, was relativ hohe Werte an Glyphosat enthält und gleichzeitig noch relativ schwer verdaulich ist und allergieauslösend ist. Das sollte man vermeiden, weil das eine große Belastung für das Mikrobiolo für den Mikrobiota, für den Mikrobiom der Tiere, der Zuchttiere darstellt und letztendlich dann auch des Menschen darstellt. Okay, also das ist eine große Anwendung, gentechnisch manipulierte Pflanzen, die angebaut werden, nicht in Deutschland, aber sonst wo auf der Welt. Und in Deutschland wird es eben ein, zweimal im Jahr angewendet, wenn eben der Acker sauber sein soll. Kurz vor der Aussaat, nach der Ernte zum Beispiel, je nachdem, wie die Fruchtfolge ist. Also ein, zweimal im Jahr ist eher einmal im Jahr eigentlich. Aber ein, zweimal im Jahr wird in Deutschland typischerweise auf den Flächen Glyphosat angewendet, um einen sauberen Acker zu erhalten, typischerweise zur Aussaat oder wenn man eben nach der Ernte Unkraut wieder runterspritzen will oder so. Okay. Es gab bis vor kurzer Zeit, letztes Jahr glaube ich oder vor 2 Jahren, gab es noch die Praxis sehr weit verbreitet und erlaubt in Deutschland und Europa, der Sikkation. Sikkation heißt das auf zum Beispiel Getreide, Raps oder beim Mais glaube ich hier nicht, aber Getreide, Raps vor der Ernte, ne, Tage vor der Ernte, Glyphosat gespritzt wird. Kein Scherz. Auf die
jetzt ja schon überwiegend abgestorbenen Pflanzen. Da wächst dann vielleicht noch ein bisschen Unkraut drin. Da steht noch mal etwas grünere Rapspflanze oder ein nicht ganz abgereifter Getreidehalm. Da wird das Totalherbizid Glyphosat raufgespritzt. Sikkation wurde, es wird passiert nicht mehr. Jetzt ist es nur noch in Ausnahmefällen unter ganz besonderen Bedingungen erlaubt, wenn das liegendes Getreide ist oder wenn das extrem grün ist und nass ist, dann ist es nochmal mit Ausnahmegenehmigung erlaubt. Im Prinzip ist es jetzt verboten, das heißt, es wird praktisch so gut wie nicht mehr angewendet, weil es sicherlich auch gar nicht so einfach ist, diese Ausnahmegenehmigung jetzt mal so eben ganz schnell zu kriegen. Dann sagt der Bauer wahrscheinlich, lassen wir, machen wir einfach. Ernten wir einfach so. Ist also nicht unbedingt nötig, aber es hat den Effekt, dass es alle Pflanzen eben ein paar Tage vor der Ernte komplett abtötet. Auch das, was vielleicht noch nicht ganz reif ist. Dadurch kommt es quasi so eine Art künstlicher Reife. Alles trocknet schneller ab, weil wenn die Pflanzen tot sind, und alles, dann trocknet das der ganze Bestand schneller ab. Aber man hat natürlich das Glyphosat voll in dem Stroh drin, in den Spelzen drin und man hat dann auch wenn man das widerspricht von den Herstellern oder denen, die das propagiert haben eine ganze Weile, man hat auch ganz schöne Rückstände in dem Getreide bzw. Raps drin. Und das ist natürlich eine richtig scheiß Idee, auf unser fertiges Produkt, was wir gleich essen wollen, quasi nächste Woche, da sprühen wir jetzt mal noch eine Woche oder zwei Wochen vor der Ernte, sprühen wir da nochmal ein richtig schönes Antibiotikagift, eben das Glyphosat drauf, was alle Pflanzen umbringt und viele Bakterien. Was dann natürlich auch in gewissen Mengen in der Nahrung landet. Man hat es in Braugerste, also im Bier nachgewiesen, in Muttermilch, ganz viele Leute haben Glyphosat im Urin in geringen Mengen, aber da ist definitiv eine Kontamination da. Sicherlich wird man die vielleicht nicht 100% auf Null fahren können, aber dass die Sikkation ganz wesentlich über das Getreide für diese Kontamination verantwortlich ist in Bier und in anderen Nahrungsmitteln und dann eben auch dafür, dass viele Menschen das im Blut haben. Beziehungsweise im Urin nachweisbar ist. Das ist ganz klar. Also Sikkation ist eine völlige Scheißidee. Wer jemals das zugelassen hat, der gehört gehörig durchgecheckt. Und Thema auf jeden Fall, das ist aber schon verboten und das ist auch gut so. Sikkation, keine Diskussion, das ist eine schlechte Idee. Übrigens auch Glyphosat-Anwendung auf den Pflanzenbestand halte ich, also auch dieses gentechnisch manipulierte, halte ich für keine gute Idee. Auch das weiß ich nicht, ob man es verbieten muss, weil es hat eigentlich so viele offensichtliche Nachteile, dass man es eigentlich als Bauer gar nicht machen will. So, das dazu. Sikkation ist also eine ganz schlechte Idee. Aber ich habe schon gesagt, so schlecht ist Glyphosat nicht. Glyphosat wird seit Jahrzehnten angewendet, seit den 1960er Jahren. Ist das in der Produktion und in der Anwendung und das ist in der Anwendung eine relativ sichere Sache. Die Beimengungen, die wir im Glyphosat haben, die sind viel, viel giftiger als das Glyphosat selber. Also das Glyphosat war bisher ja quasi als komplett nicht toxisch eingestuft, so ungefähr. Jetzt hat man gesehen, na gut, wenn wir da monatelang irgendwelche Ratten mitfüttern beziehungsweise bestimmte Labortests machen, das ist schon irgendwo auf unterster Stufe krebserregend. Alkohol und Zigaretten sind auf einer sehr viel höheren Stufe krebserregend, zum Beispiel. Also sprich, es ist immer noch ein sehr, sehr ungiftiger Stoff, egal was jetzt die neuen Studien sagen. Hat denn irgendjemand geglaubt, dass man mit 0,2 Gramm von einem Gift einen ganzen Acker umbringen kann, beziehungsweise einen Quadratmeter komplett vergiften kann? Und das ist aber komplett ungiftig und kann den Menschen niemals schaden. Na, das war doch albern von vornherein. Wichtig ist nur, dass man eben das Glyphosat da anwendet und dass es da bleibt, wo es ist. Möglichst gering angewendet wird, das kommt nicht zum Abtrag in die Gewässer, kommt nicht in die Nahrungsmittel und das geht, wenn man es richtig macht. Also Glyphosat ist relativ unschädlich für Mensch und Tier. Es ist sehr billig, weil eben alle Patente ausgelaufen ist. 6 Euro auf dem Hektar. Für 6 Euro auf dem Hektar kriegen Sie sonst nichts. Also für 6 Euro auf dem Hektar eine Glyphosatbehandlung. Hammerbillig. Glyphosat baut sich im lebendigen Boden, wieder im lebendigen Boden, schnell ab. Innerhalb von wenigen Tagen. Man sagt 14 Tage ist das verschwunden. Aber das wiederum lebendiger Boden. In dem Stroh, in dem Getreide, wenn das zum Beispiel damit Sikkation gespritzt wird, oder eben, dann ist es ja auch massivst eigentlich im Stroh drin.
Dieses Stroh darf nicht verwendet werden für Kultursubstrate, also für irgendwelche Erdmischung, für Kompostierung. Es darf nicht verwendet werden für, also dass man Strohballenkultur macht zum Beispiel. Es darf nicht verwendet werden für die Fütterung. Und okay, man darf es nicht für die Fütterung verwenden. Aber was passiert denn, wenn ich das als Stalleinstreu verwende? Können Sie ja mal gucken, wenn Sie den Tieren Stroh einstreuen, so selbst die Schweine fressen davon noch ein bisschen was, aber die Kühe auf jeden Fall, die werden sich an dem Stroh bedienen. Und befreundeter Landwirt von mir hier in der Nähe, hallo Bodo, hat mir mal erzählt, dass er zum Biobauern geworden ist, beziehungsweise das habe ich quasi live mit erfolgen folgen dürfen. Er hat eben dann auch mit der Hand Strohballen und Stroh ausgebracht im Stall und so, das vorher mit Glyphosat abgespritzt wurde mit der Sikation und hat so einen krassen Ausschlag bekommen an seinen Haaren, an seinen Armen, wo er dann mit dem Stroh direkt in Kontakt gekommen ist. Das war einer der wesentlichen Punkte, warum er dann irgendwann wenige Jahre später zum Biobauern geworden ist. Weil die Verkäufer von Glyphosat doch tatsächlich behauptet haben, in 14 Tagen ist es abgebaut, egal wo, selbst im Stroh. Also das stimmt definitiv nicht. Einfach so gebunden im Stroh passiert da nichts. Trockenes Stroh, da ist keine Biologie, da ist keine chemische Aktivität, da passiert so gut wie nichts. Da baut sich auch nichts ab, auch wenn das in den trockenen Soja oder trockenen Getreidekörnern mit eingelagert ist, dann wird da erstmal nichts abgebaut, bis das wieder mit Wasser und irgendwas in Kontakt kommt. Und dann vielleicht in der Kompostierung oder im Mist oder im Boden dann Abbauprozess in Gang kommt. Also der Abbauprozess ist immer biologisch, deswegen ist diese Sikation ja so völlig hirnrissig, beziehungsweise das Sprühen auf die lebende Kultur, die das dann eventuell ein Stück weit einlagert, total hirnrissig. Aber das ist, wie gesagt, inzwischen nicht mehr der Fall. Ansonsten ist Glyphosat wirklich es wird praktisch nicht ausgewaschen, es gerät nicht ins Grundwasser, weil es sich schnell an Bodenpartikel wendet. Es wird biologisch, wenn Biologie da ist, schnell abgebaut. Und es ist für Mensch und Tier tatsächlich relativ ungefährlich. Bis auf die Tatsache, dass es, wenn es regelmäßig und in gewissen Mengen in die Verdauung kommt, die Mengen werden typischerweise noch nicht erreicht in der menschlichen Ernährung, aber bei Tieren, wenn die mit Sojafutter gefüttert werden oder eben mit Stroh, das diese Kontamination hat, dann wird das Mikrobiota, die Darmmikrobiologie, also doch deutlich geschädigt offensichtlich, weil es auch ein Antibiotika ist und jetzt auch als Antibiotika zugelassen werden soll, nachdem das Patent für Roundup, ja, also für Herbizid ja lange ausgelaufen ist, will Monsanto das jetzt eventuell als Antibiotika zulassen. Ist das denn so ein richtiger Schlag für Monsanto, wenn wir endlich mal denen das Glyphosat verbieten? Ich vermute mal nicht. Monsanto wird sagen, oh, herzlichen Dank. Ich bin sogar nicht mal sicher, ob Monsanto nicht hinter der Kampagne gegen Glyphosat steckt. Das weiß man heutzutage nie so genau. Weil nämlich natürlich Monsanto an Glyphosat kaum noch was verdient. Es setzt zwar enorm große Mengen um, ist ein großer Produzent davon, aber da es sich am Weltmarkt mit zig anderen Produzenten den Kuchen teilen muss und die natürlich im Preiskampf stehen, wird die Gewinnmarge bei Glyphosat-Produkten minimal sein. Das können Sie vergessen. Da ist jetzt kein Produkt, wo der Manager sagt, jawohl, das müssen wir unbedingt behalten. Der sagt, machen wir doch einen Coup, verbieten wir Glyphosat, das können die Grünen für uns tun und dann kommen wir zurück mit einem neuen Totalherbizid, was eine ähnliche Wirkung hat, aber worauf wir noch 20 Jahre das Patent haben und können die Bauern dann wieder mal so richtig schön melken und die sollen nicht 6 Euro pro Hektar bezahlen, sondern 50 Euro. So, das ist eigentlich, fürchte ich fast, der Weg, der hier gerade beschritten wird, dass das im Grunde wieder so ein spezifischer, wie soll ich sagen, absurder und boshafter Marketing-Coup durchaus vielleicht von der Firma Monsanto ist, die sich sagt, ja, lassen wir die doch das jetzt verbieten und stellen wir uns deswegen ein bisschen dämlich an bei der Lobbybeeinflussung und dann können wir aber an dem neuen Produkt, was wir als Alternative verkaufen, vielleicht uns dumm und dämlich verdienen. Würde ich mir die nächsten 5 Jahre ganz genau angucken, was da passiert. Es sieht ja so aus, als wenn das jetzt eventuell in 5 Jahren verboten werden soll. Okay, was sind denn die bisherigen Alternativen zu Glyphosat?
Übrigens wird ja Glyphosat in Deutschland, nur mal so als Hinweis, ne, dass sie denken, sie haben damit gar nichts zu tun. Öffentliche Wege, Parks, Fußwege, Garageneinfahrten, Plätze, da wird nicht ungern Roundup Glyphosat eingesetzt, um die tot und kaputt zu spritzen. Also wer mal aus den Fugen Unkraut gekratzt hat und weiß, dass er da in 6 Wochen schon wieder los muss und kratzen, damit er da eine saubere, einen sauberen Gehweg, einen sauberen Plattenweg hat, der wird ahnen, wie schön das ist, wie viel Geld und Zeit das spart, wenn man da einfach mal in 5 Minuten rübersprüht, das alles verdorrt und dann ist eigentlich erst in einem halben Jahr wieder mal vielleicht, dass da mal wieder was hochkommt, weil man eben die Wurzeln auch mitgetötet hat. Also das ist eine ganz große Anwendung in Deutschland. Auf Gehwegen, auch wenn es im Prinzip an vielen Punkten verboten ist, machen es trotzdem ganz, ganz viele, weil es einfach so. Aber es ist tatsächlich schon für einen normalen Privathaushalt eigentlich verboten. Es wird, wie gesagt, trotzdem an ganz vielen Punkten gemacht. Wegefrei. Ne? Das ist Glyphosat. Und nicht nur das, auch die öffentliche Hand verwendet das an vielen Stellen. An Straßen habe ich es noch nicht gesehen, aber durchaus in Parks und auf Wegen wird das hin und wieder mal angewendet. Und auf Plätzen und definitiv bei der Bahn. Die Bahn, um ihre Trassen unkrautfrei zu halten, sprüht also den ganzen Weg quer durch Deutschland in unendlichen Schienenwegen, sprüht sie überall Glyphosat. Also es ist nicht nur so, dass nur die Landwirtschaft dafür verantwortlich ist, auch sonst findet Glyphosat hin und wieder Anwendung und da geht auch einiges weg. Also da kommt Ihnen das Glyphosat schon relativ nah. Wenn Sie mal barfuß durch die Stadt laufen, beziehungsweise über normale Fußwege, dann werden Sie da auch öfter mal über Glyphosat laufen. In der Vegetationszeit jedenfalls. Okay, was sind denn die Alternativen für Glyphosat? Also für die Wege und so weiter. Ne? Wie gesagt, kratzen, ja, ist teuer. Abflammen geht auch. Wenn man ganz sorgfältig mit, es gibt glaube ich auch eine Essig. Salzmischung, die man da anwenden kann und so. Also es gibt so ein paar Sachen, die auf den Wegen eigentlich auch ganz gut diese Sachen leisten, aber man muss sie öfter anwenden, man muss sie in höheren Mengen anwenden. Gut, aber direkt vor meiner Haustür möchte ich auch kein Glyphosat haben. Wenn mein Kind da die Steine in den Mund nimmt oder so, dass man da jetzt direkt Glyphosat einatmet, beziehungsweise ich gehe gerne mal barfuß, dass ich das dann überall um mich drum habe. Das ist schon ganz schön. Da sollte man es wirklich vermeiden. Und ist ja im Prinzip auch schon verboten, wird aber trotzdem angewendet, weil es kaum zu kontrollieren ist. Da wird also überall angewendet. Aber was sind denn in der Landwirtschaft die Alternativen von Glyphosat? Was passiert denn, wenn wir Glyphosat verbieten? Wie gesagt, meine Vermutung ist fast, die haben schon. Monsanto haben schon in der Pipeline vielleicht ein neues Produkt, wo sie sich sagen, jawohl, jetzt verbieten wir langsam Glyphosat und machen dann den Reibach mit einem nahezu identischen, etwas abgewandelten neuen Produkt. Ob das dann noch genauso ungiftig sein wird wie Glyphosat, ob das sich genauso gut abbaut und nicht ins Grundwasser geht, das können wir dann mal beobachten, ob wir nochmal so einen Wirkstoff finden, der so viele im Prinzip spezifische positive Eigenschaften in Anführungszeichen hat. Das wäre meine Vermutung, aber auf eine andere Vermutung, was wir heute schon haben, an Alternativen zum Herbizid Glyphosat, da lese ich eigentlich immer wieder, wenn die Fachleute sich da äußern, es gibt nicht wirklich eine Alternative. Dass man jetzt sagen kann, wenn wir Glyphosat nicht haben, dann nehmen wir eben das ungiftige andere Herbizid. Vergessen das, gibt's nicht. Es gibt nicht das ungiftige andere Herbizid Glyphosat. Glyphosat hat bis heute auf dem Markt ein Alleinstellungsmerkmal. Dass es so spezifisch auf Pflanzen und Bakterien geht und nicht auf Mensch und Tier, auf dieses eine Enzym. Und dass es so wenig abdriftet, kaum verweht wird, dass es sehr gut sich bindet an Bodenpartikel, dass es nicht ausgewaschen wird. Also, wenn man im Wasserwegen, im Bach oder so, da habe ich letztens mal mit einem Mitarbeiter eines Kontrollamtes, ich glaube von Brandenburg, für Pflanzenschutzmittel, der also die Schulung macht für Pflanzenschutzanwendungen, also Giftanwendungen in der Landwirtschaft und eben guckt, dass die Vorgaben eingehalten werden und so.
Und er sagt, wenn man eine Kontamination findet von Glyphosat oder anderen Sachen in den Flächen, in den Bächen oder Flüssen, irgendwo im Grundwasser, dann ist es typischerweise so, dass das nicht beim Spritzen passiert, sondern beim Auswaschen der Spritze. Was beim Auswaschen der Spritze, dass man da das nicht an der richtigen Stelle gemacht hat, wo das Abwasser aufgefangen wird und behandelt wird, beziehungsweise gleich auf dem Acker gemacht wird, wo das dann noch gut gebunden wird, sondern irgendwo immer an der gleichen Stelle gemacht hat, wo dann das immer gleich in den Bach geflossen ist, und dann findet man Kontamination. Solange man das auf der Fläche sprüht, ist da eigentlich nicht nachweisbar, dass sich das da irgendwie verbreitet von dieser Fläche. Okay, also Alternativen, es gibt praktisch keine. Eine, die es gibt in anderen, aber es ist keine Alternative, weil es ist deutlich giftiger, es ist ein richtiges Reproduktionsgift, ist Dicamba. Dicamba oder Glufosinat. Bin gar nicht sicher, ob das noch so lange zugelassen ist, aber zur Zeit ist es wohl noch zugelassen. Aber das Ding ist, bei Glyphosat kann man diskutieren, ist es eventuell auf niedrigster Stufe krebserregend für den Menschen. Es ist definitiv ein Problem für das Mikrobiom, wenn es ständig in großer Menge da reinkommt. Aber das, wie gesagt, aber was ist denn die Alternative? Die Alternative ist also für den konventionellen Landwirt, der ja seinen Acker nun mal sauber kriegen möchte, beziehungsweise muss ab und zu mal, da kommen wir gleich noch zu, was das genau bedeutet, aber das wäre zum Beispiel Dicamba, Glufosinat, was in den USA jetzt vermehrt angewendet wird. Nicht, weil Glyphosat verboten ist, sondern weil die in den USA durch die extreme Anwendung von Glyphosat auf die genveränderten Pflanzen schon so weit sind, dass auch das Unkraut die Genveränderung schon übernommen hat und dass viele Unkräuter schon glyphosatresistent sind. Deswegen kommt es dazu zu einer vermehrten Anwendung von Dicamba, Glufosinat. Und das ist Reproduktionsgift, da gibt es also keine Diskussion, das ist giftig. Zweitens, es driftet leicht ab, im Gegensatz zu Glyphosat, was sehr gut genau da bleibt, wo es hingespritzt wird. Und es gibt tatsächlich schon, also jetzt öfter Beobachtungen, es führt zu Eichensterben. Also wenn irgendwo ein Eichenhain ist, in der Nähe einer Ackerfläche, eine Abdrift erfolgt, dass da offensichtlich jetzt öfter Eichen abgestorben sind in den USA, durch Anwendung von Dicamba, Glufosinat. Das ist also die Alternative, die dann eventuell die Landwirte machen. Also, wir kriegen ein anderes Gift, was definitiv giftiger ist, was deutlich teurer ist für den Landwirt und was definitiv sich besser verbreitet, also besser abdriftet und wo schon nachgewiesen ist, dass es schadet. Also, ist es wirklich sinnvoll, das Glyphosat zu verbieten, um sich dann das reinzuholen? Eine andere Alternative ist Pelargonsäure, braucht man aber viel mehr von, ist eine biologische Säure, die mit 90 Euro auf den Hektar angewendet wird, aber nur das oberirdische Laub abtötet durch die Säurewirkung. Man braucht mehr davon, es ist deutlich teurer. Ist das wirklich am Ende so ungiftig, wenn es in diesen großen Mengen angewendet wird und vielleicht auch irgendwo hinkommt? Und man muss es sehr viel häufiger anwenden, damit es den gleichen Effekt hat. Also, wie gesagt, es gibt nicht wirklich eine Alternative zu Glyphosat als Totalherbizid. Ja, also das ist alles nicht so glasklar, dass man jetzt, und das möchte ich jetzt hier auch nochmal sagen, also ich bin gegen ein Verbot von Glyphosat, kann ich schon mal sagen. Ich würde Glyphosat nicht verbieten, aber ich würde es etwas verändert anwenden. Und da haben wir ja mit einem Landwirtschaftsberater, einem selber Bauern, der mehrere hundert Hektar selber anbaut im Ackerbau, aber auch lange in der Agrargenossenschaft auf großen Flächen gearbeitet hat und eben selber Agrargifte für, ich glaube, Bayer und andere verkauft hat und jetzt immer noch Agrarberater ist. Also ein richtiger Experte und EM-Fan seit über 10, 15 Jahren. Hallo, nach Sachsen. Grüß dich. Das ist eigentlich meine Stelle, wenn ich genau wissen will, wie das mit der Anwendung von Giften und in Kombination mit EM funktioniert. Und da gibt es erstmal mehrere Möglichkeiten, um Glyphosat noch präziser anzuwenden, weniger anzuwenden mit der gleichen Wirkung, so
sodass es und dafür sicherzustellen, dass es sich auch tatsächlich schnell abbaut. Und das jetzt mal kurz von ihm zitiert. Ich hatte das in dem letzten Video bei Frage-Antwort auch schon mal angesprochen, dass ich da eine Rückmeldung hatte von einem Bauern, der meinte, er muss mehr Glyphosat nehmen, wenn er EM mit in die Spritze macht. Das ist ja unsere Empfehlung, in jede Spritze EM mit rein. Ich habe dann nochmal mit meinem Experten da in Sachsen gesprochen. Und er meint, nein, er macht das seit 15 Jahren, er geht da nicht mit, definitiv, oder seit 10 Jahren, definitiv, man muss nicht mehr nehmen, man muss es nur richtig machen. Und richtig heißt Folgendes, er setzt 1 Liter Roundup oder Glyphosat ein auf den Hektar, 1 Liter. Das ist ungefähr die halbe Aufwandmenge, die man sonst als Minimum ansetzt. Also er setzt die Hälfte der absoluten Minimummenge ein auf seinen Flächen. Extrem wenig, 1 Liter Glyphosat auf den Hektar. Aber er macht das eben so exakt, so spezifisch mit einigen Tricks dazu, dass er da zu einer sehr, sehr sicheren, trotzdem sehr, sehr sicheren Anwendung kommt. Erstes Ding, eine aktuelle, gute Pflanzenschutzspritze, die in 2 verschiedene Richtungen sprüht, nach vorne und nach hinten, sodass man die Pflanzen und die Oberflächen von 2 Richtungen ansprüht. Das ist das Erste. Also eine hochwertige Pflanzenschutzspritze, die das exakt und in 2 Richtungen gesprüht ausbringt. Das Zweite, reduzierte Aufwandmenge von Glyphosat, nur noch 1 Liter. Also was normalerweise mit 2, 3, 4, 4, 5 Litern angewendet wird auf einen Hektar. Er geht da runter auf 1 Liter und das funktioniert noch. Dann Kombination mit Netzmittel. Gibt es verschiedene Varianten, können Sie sich als Landwirt informieren. Das ist quasi zum Beispiel Rapsöl, was emulgiert wird, wenn man Rapsöl, ich glaube, man könnte es sogar durch einen Mixer jagen oder so, 2 Liter Rapsöl auf dem Hektar, fein emulgiert, mit in die Spritze. Das hat den Effekt, dass die Wassertropfen nicht abperlen von der Blattoberfläche, sondern dass sich ein Wasserfilm ums ganze Blatt zieht. Wenn man da eben 200 Liter Wasser und diese kleine Menge Glyphosat und EM auf dem Hektar sprüht, dann bildet sich eben so ein Wasserfilm ums Blatt, sodass es viel besser aufgenommen wird. Der Wirkstoff, und da ist eben in dem Grundprodukt Glyphosat, Roundup oder so, ist da zu wenig Netzmittel drin. Das heißt, man sollte da noch mit zusätzlich ordentlichen Netzmittel arbeiten, was relativ günstige und eben diese Effektivität steigernde Stoffe sind. Netzmittel also. Zum Standard der Anwendung machen, dass die mit angewendet wird, dass man da entsprechend Glyphosat reduzieren kann. Nächstes. Dann gibt es noch die Mischung mit zusätzlich in der Spritze mit 4 bis 5 Kilogramm schwefelsaurer Ammoniak. Das ist ein Dünger. Der ist billig, der trägt sowieso zur Pflanzenernährung bei und er säuert diese Spritzbrühe, die Spritze, diese 200 Liter auf dem Hektar, richtig an. 4 bis 5 Kilogramm schwefelsaurer Ammoniak macht das richtig sauer, das soll in Richtung pH-Wert 4 gehen, also es soll richtig sauer werden. Und wenn das so richtig sauer ist, dann wirkt das Glyphosat und auch die meisten anderen Spritzmittel besser. Es wirkt im sauren Milieu deutlich besser. Und schwefelsaurer Ammoniak wird dann ansonsten weiter im Boden gespeichert und ist dann eben Düngemittel für die Nachfolgekulturen. Aber dann erhöht es die Wirksamkeit dieser Spritzmittelanwendung deutlich. 4 bis 5 Kilogramm Schwefelsaurammoniak. Das wissen aber im Grunde schon alle Bauern, machen aber ganz viele nicht, weil es ihnen nicht beraten wird, beziehungsweise es wird behauptet, das funktioniert nicht, aber funktioniert. 4 bis 5 Kilogramm Schwefelsaurammoniak zum richtigen Ansäuern der Lösung. Dann hat er noch so ein paar andere Tipps ganz schnell rausgehauen. Luftfeuchte über 70%, Temperatur unter 20 Grad, abends, das sind ideale Bedingungen und man sollte auf ideale Bedingungen warten, um das entsprechend anzuwenden. Und er auch, und davon dem haben wir es, und das machen inzwischen auch ganz, ganz viele Bauern, kombinieren in jeder Spritzung, die man auf dem Acker macht, mit 5 bis 10 Liter EM, zum Beispiel Triateractiv auf dem Hektar. Wenn Sie in jede Spritze, die Sie auf dem Acker ausbringen, 5 bis 10 Liter EM reinmachen, es gibt sogar Bauern, die dann nur auf 3 Liter runtergehen, aber sagen wir 5 bis 10 Liter EM auf dem Hektar jedes Mal EM ausbringen. Erstmal ist das für das Glyphosat auch noch förderlich, weil es auch noch zusätzlich die Lösung ansäuert. Zweitens
ist ja da ganz eindeutig, Glyphosat und EM stören sich in der Spritze nicht. Und drittens, also er macht das, er kombiniert das so mit einem Liter und das funktioniert. Und das dritte ist, wir bringen die Biologie, die dann die Biologie im Boden in Gang bringt und dann einen schnellen Abbau erfolgt, die bringen wir gleich mit. Und nicht nur das, Glyphosat wirkt ja antibiotisch zu einem gewissen Punkt, aber überlässt die Clostridien überleben. Wir bringen gleichzeitig eine gute Mikrobiologie rein. Da wird sicherlich EM ein bisschen absterben dabei, aber überleben immer genug, dass wir trotzdem noch einen positiven Effekt haben auf dem Boden, dass wir nicht diesen negativen Einfluss auf die Mikrobiologie im Boden bekommen. Also wir bringen die Abbauer des Glyphosats bringen wir gleich mit und wir haben den Effekt, dass die Bodenbiologie, Mikrobiologie sich nicht in negative verschiebt dadurch. Also wir verhindern diesen negativen Effekt auf die Bodenmikrobiologie. Beziehungsweise gleichen den positiv wieder aus. Aber dem muss man sich klar sein, alles, was wir in der Landwirtschaft tun, ist eine Störung des Bodenlebens. Das Ideal für den Boden, für die Natur, wäre sicherlich eine ungestörte Wiese, wo wilde Tiere drauf weiden, beziehungsweise ein Wald, ein Naturwald, wie zum Beispiel ein Buchenwald mit vielfältiger Artenvielfalt und Efeu zum Beispiel und so weiter. Das wäre ein Natursystem. Was immer wir tun, Richtung Ackerbau, Richtung Wiese, Mähen, Spritzen, Pflügen, schädigt das System in dem Sinne, verhindert Diversität, verhindert Lebensprozesse und stört das. Also das ist einfach die Grundlage jeder Landwirtschaft, egal ob konventionell oder biologisch. Und wenn man jetzt sagt, man soll gar kein Gift anwenden und das so machen wie die biologischen Landwirte, dann heißt das für die allermeisten biologischen Landwirte heute massive Bodenbearbeitung. Mehrfach pflügen, Eggen, Tellern, also massive Bodenbearbeitung, sowohl tief wie auch flach, die zu Bodenerosion führt, zu Humusabbau führt, weil sie den Boden stark belüftet. Also auch die bringen ihr Unkraut um. Die Biobauern, die müssen das auch hin und wieder mal umbringen und sauber machen den Acker. Und das müssen sie typischerweise, aber erreichen sie das nicht mit einer Überfahrt. Das heißt, sie müssen viel mehr Diesel verballern und den Boden befahren. Und sie bringen den Boden dabei eben so durcheinander, dass das Bodenleben viel massiver gestört wird, als durch diese geringen Mengen Gift von Glyphosat, die relativ schnell wieder abgebaut werden. Das ist zumindest meine Meinung, dass ich Glyphosat, eine Glyphosat-Anwendung bevorzugen würde oder gleichstelle, sag ich mal, von der Wirkung. Naja, also eigentlich, wenn ich Bodenerosion und so noch betrachte, ist eine sehr präzise, so eine Glyphosat-Anwendung mit EM, ist einem Pflügen und einer intensiven Bodenbearbeitung durch Tellern, Eggen und was man ja mehrfach machen muss und Pflügen, vorzuziehen. Weil das auch den Boden massiv kaputt macht, Humus abbaut, Nährstoffe auswaschen lässt ins Grundwasser, dann haben wir die Nitratbelastung im Grundwasser. Zum Beispiel, wenn wir eben den Boden so stark belüften, Humus abbauen und keine Pflanzen da, die das aufnehmen, dann wird das eben auch ausgewaschen, auch im biologischen Bereich. Also, es gibt eine Anwendungsrichtung im biologischen Bereich, die biologischen Landwirtschaftsbereich, die ganz interessant ist. Wobei auch die jetzt, das ist auch eine relativ intensive Bodenbearbeitung, wenn man das mal ganz genau betrachtet, aber die schaffen es zumindest nicht zu pflügen, nicht in die tiefen Bodenbearbeitung zu gehen, sondern nur die ersten 4-5 cm zu bearbeiten. So ein dünnen Bodenhorizont, dafür braucht man natürlich einen relativ glatten Acker bzw. exakte Geräte, die da arbeiten. Und das ist der Friedrich Wenz von EcoDyn und der Dietmar Neser, die da biologische Prozesse optimieren, vertreten, um keine Spritzmittel einzusetzen, um eben im biologischen Bereich mit minimaler Bodenbearbeitung trotzdem das Unkraut zu kontrollieren. Und wie gesagt, der Friedrich Wenz eben dieser sehr, sehr flachen Bearbeitung. Dietmar Neser arbeitet auch mit Friedrich Wenz zusammen, beziehungsweise arbeitet auch mit konventionellen Betrieben zusammen, empfiehlt da aber nicht Glyphosat einzusetzen, weil Glyphosat immer gleich alles umbringt und Dietmar Neser sagt, nein, wir brauchen
immer eine grüne Pflanze auf dem Acker, eine Untersaat, eine Zwischenfrucht, die grün ist, Photosynthese betreibt, Wurzeln hat, über diese dann Mikrobiologie ernährt, sodass die Mikrobiologie im Boden nicht zusammenbricht. Er spricht da von der grünen Brücke, von der lebenden Pflanze, der lebenden Pflanzenwurzel, die weitergereicht immer die Mikrobiologie im Boden züchtet, stabil hält, dass sie sich entwickeln kann. Wenn wir einmal Glyphosat anwenden, alles kaputt machen, dann bricht auch die Bodenmikrobiologie zusammen, weil die Pflanzen nicht mehr da sind, um sie zu ernähren. Und die Bodenmikrobiologie ist da sehr sensibel. Wenn die einmal weg ist, dann braucht die eben wieder viele Wochen, Monate, bis sie wieder hochkommt. Beziehungsweise dann auf vielleicht ein ursprüngliches Level, vielleicht sogar wieder Jahre. Das heißt, der Dietmanneser empfiehlt auch konventionell betrieben. Ihr müsst nicht komplett auf Spritzmittel verzichten, aber setzt die so ein, dass ihr entweder Gräser oder die Kräuter, das ist ja immer so einkeimblättrige, zweikeimblättrige, also die Gräser entweder umbringen oder die Kräuter, das kann man so einstellen bei vielen Spritzmitteln, dass man entweder die Gräser oder die Kräuter umbringt. Und man soll immer nur eins umbringen, dass man noch grüne Pflanzen hat. Das heißt, man hat gerade ein Kräuterproblem, da bringt man die einem die Kulturpflanzen vielleicht schaden könnten oder bei der Aussaat stören oder so, dann spritzt man die mal kurz weg, beziehungsweise wenn wir vielleicht nur einen flachen, bisschen flachen kleinen Klee haben, aber wir haben Gräser, die groß sind und die stören, dann spritzen wir jetzt mal die Gräser weg und dass wir dann immer grünen Acker haben. Das ist das, was der Dietmanneser empfiehlt. Aber ich bin sogar der Meinung, dass man das sogar auch mit Glyphosat machen kann, wenn man da die richtige Kombination mit Netzmitteln beziehungsweise Mitteln bringt, die dann das Blatt entsprechend so öffnen oder so öffnen. Genau, also ich bin der Meinung, Glyphosat sollte nicht verboten werden. Ich bin der Meinung, ökologische und konventionelle Betriebe sollten weiter voneinander lernen. Und hier können die konventionellen Betriebe jetzt mal ganz viel lernen von den ökologischen Betrieben, aber nicht mit der Pistole auf der Brust. Du musst morgen aufhören, Glyphosat zu verwenden. Nimm noch das andere, viel giftigere oder bezahl ganz viel, viel mehr Geld. Nein, sondern mit dem ökonomischen Argument, mit dem Bodenfruchtbarkeitsargument, mit dem Argument, dass er langfristig seinen Betrieb nützt, wenn er biologische Prozesse übernimmt, besser beachtet und wenn er dann alle 5 Jahre oder 3 Jahre nochmal Glyphosat einsetzt, weil der Acker einfach komplett verunkrautet ist und eine Unkrautfreimachung, ne, das passiert ja immer mal, wenn man in neue Systeme einsteigt, dass man vielleicht nicht perfekt ist, dass er dann vielleicht nochmal als Notnagel nochmal Glyphosat anwendet, dann ist das immer noch 10-mal besser, als wenn er alles kaputt pflügt und seine Bodenfruchtbarkeit auf Jahre hinaus zerstört, beziehungsweise besser, als wenn er ein anderes, viel giftigeres Mittel einsetzt. Also meine Alternative zum Verbot von Glyphosat ist die sehr, sehr, sehr präzise Anwendung, die Ausbildung beziehungsweise diese Hinweis über die Institute, über die Berater, dass die Prozesse lernen, die möglich sind, um Unkraut anders zu managen, dass man Glyphosat seltener einsetzt, vielleicht nur noch alle 1, 2, 3 Jahre oder wirklich nur noch im absoluten Notfall, wenn eben die biologische Unkrautkontrolle durch Positivkonkurrenz, durch ganz schwache Bodenbearbeitung, oder durch Spezialherbizide, wenn das nicht mehr reicht, dann sollten Sie diesen Pfeil noch im Köcher haben, aber Sie sollten ihn nur mit äußerster Vorsicht einsetzen. Und nicht, weil Ihnen irgendein Amt im Rücken das verbietet und damit im Grunde dazu zwingt, vielleicht sogar was Schlimmeres zu tun, sondern weil Sie selber ein Verständnis für die Bodenfruchtbarkeit haben und für den langfristigen Erfolg Ihres Betriebes haben und dass Sie dann sagen, nein, ich versuche so weit wie möglich diese Mittel zu reduzieren, zu verzichten. Und das sind mir, sage ich mal, das ist eigentlich mein Traum eines Landwirtes, der nicht unbedingt die zum Teil sehr rigiden Vorgaben der biologischen Anbauverbände folgt, wo man auch ganz viele Sachen, die sinnvoll sind, nicht machen darf, wie zum Beispiel den Stadtkompost verwenden, weil der eben nicht biologisch ist, oder man darf vom Straßenrand das Laub nicht vielleicht auf seine Äcker bringen, weil das nicht 10-mal untersucht und zugelassen ist und sonst was. Oder man darf keine Holzkohle verwenden, tatsächlich. Die verbieten einem die Anwendung von Holzkohle oder Gesteinsmehl auf dem Acker, es sei denn, man füllt 10 Formulare aus und bringt 1000 Untersuchungen und sonst was.
Also es gibt ganz viele Sachen, die biologische Betriebe verbieten, biologische Anbauverbände verbieten, die eigentlich sinnvoll wären, wo der Landwirt viel höheren Bürokratieaufwand hat, viel höhere und ganz viele sinnvolle Sachen einfach nicht machen darf. Auf der anderen Seite heißt es aber auch nicht, als konventioneller Bauer, so wie ich das auf vielen Flächen hier in meiner Umgebung sehe, ich spritze nach der Ernte hier Getreide im Juli nochmal oder August nochmal alles tot und dann bleibt das da 3 Monate tot liegen und im November sehe ich wieder Getreide aus oder erst im Frühjahr sogar nach 8 Monaten komplett total totem Wüstenacker sehe ich dann im April, Mai wieder Mais aus. Das ist natürlich auch nicht die Lösung, sondern der Bauer muss ein Verständnis für seine Bodenfruchtbarkeit, für die biologischen Prozesse, für die Mikrobiologie entwickeln, für den Humus, den er im Boden hat und aufbaut und pflegen möchte. Und wenn er das hat, dieses Verständnis, damit optimal umgeht, dann hat er höhere Erträge, sicherere Erträge, geringere Kosten, weil er zum Beispiel weniger Auswaschung hat von Düngemitteln, gesündere Pflanzen hat, weniger Spritzmittel braucht und dann also insgesamt für sich mehr Gewinn günstiger produzieren kann und dann auch uns als Verbrauchern hochwertige Nahrungsmittel zur Verfügung stellt. Und wie gesagt, Glyphosat ist nicht der Teufel, der jetzt verboten werden muss, sondern Glyphosat kann durchaus als letztes Mittel oder als ein immer weniger werdendes Mittel in der konventionellen Landwirtschaft durchaus Anwendung finden, solange es präzise kontrolliert und nur noch in absoluten Notfällen passiert. Ja, das vielleicht für Sie überraschend, dass ich als EM-Vertreter und als Vertreter eines Terrapreta, einer Schwarzerde-Bodenaufbau in Deutschland, dass ich sage, wir sollten auch diese Chemikalien vielleicht nicht komplett verteufeln. Aber befreien Sie sich von dem Gedanken, dass eine Landwirtschaft, ein Ackerbau wie im Kindermärchenland komplett giftfrei und ohne Zerstörung läuft. Alle diese Prozesse sind eine Störung, greifen ein. Die Frage ist, wie können wir diese Störung minimal, auch der biologische, auch der ökologische Landbau mit dem Pflug und der Bodenbearbeitung zerstört da ganz viel. Lässt sich aber auch bis zu einem bestimmten Punkt nicht vermeiden. Die Frage ist, welches ist die minimalinvasive Methode sozusagen? Wie kriegen wir die maximale Bodenfruchtbarkeit und Biodiversität und ökologische Leistung der Natur und des Bodens und gleichzeitig für uns hohe Erträge. Zum Beispiel mit Untersaaten, mit dem immergrünen Acker, mit der sehr, sehr, sehr exakten Anwendung von EM und auch Spritzmitteln. Ja, das ist vielleicht durchaus mein positiver Ausblick hierbei auch. Dass wir in eine konventionelle Landwirtschaft kommen, wo konventionelle Landwirtschaft und ökologische Landwirtschaft immer weiter zusammenwachsen und sich gegenseitig befruchten mit ihrem Wissen und ihren Blickwinkeln und dass wir zu einer Landwirtschaft finden, die sowohl sehr, sehr leistungsfähig ist, günstig ist, wie auch hochwertige Nahrung produziert und gleichzeitig unserer Natur, zum Beispiel unseren Insekten, den grünen Pflanzen und so weiter, trotzdem genug und viel Raum bietet. Herzlichen Dank und bis nächste Woche und dann vielleicht aus Brasilien.